Wir als Verarbeiter sehen weiterhin einen hohen Kostendruck für den Bereich Leichtbau, insbesondere im Vergleich zu Komponenten aus Stahl oder Aluminium. Diesem Kostendruck müssen wir uns gemeinsam mit den OEMs stellen. Und dieser Weg beginnt bereits in der Entwicklungsphase, um von Beginn an diese Konzepte in die Entwicklung mit einfließen zu lassen. Der Kompositmarkt wird weiter wachsen, vor allem getrieben durch die Entwicklung im Bereich Elektrofahrzeug und auch Luftfahrt. Bei Elektrofahrzeugen ist es halt so, dass die Batterie sehr schwer ist und man kann hauptsächlich Gewicht einsparen in der Karosserie und in Strukturbauteilen. Und bei der Luftfahrt ist es so, dass immer mehr Menschen auf der Welt dazukommen und immer mehr Menschen fliegen Urlaub, müssen von A nach B transportiert werden. Und dafür benötigt man halt auch mehr Transportmöglichkeiten. Unsere Bauteile richten sich in erster Linie an OEMs und Tier-1-Zulieferer für die Automobilindustrie. Wir haben in Weyern unsere ganze Fertigung und Prozesse halt auf Automobilindustrie ausgerichtet. Im ersten Schritt, als zweiter Schritt soll aber auch die Luftfahrtindustrie und Windkraftindustrie folgen. Wir werden in Stuttgart neben dem Thema Blattfeder auch weiterhin die neuesten Erkenntnisse und Resultate aus dem Bereich Surface-RTM präsentieren, um unseren Kunden diese Technologie nochmals zu verdeutlichen und die Vorteile aufzuzeigen. Weiterhin werden wir die komplette Prozesskette im Bereich CFK von der Faser bis hin zum fertigen Produkt in der Serienfertigung gemeinsam mit unseren Schwesterkonzernen und auch unserem Mutterkonzern aufzeigen. Auf der Composite Europe Messe in Stuttgart haben wir zahlreiche Experten aus unserer Firma mit dabei und zusätzlich auch Demonstratorbauteile, die in den neuesten Herstellverfahren produziert worden sind. Und man kann halt mit den Experten über unsere Bauteile direkt vor Ort sprechen, sodass jeder Besucher der Composite Europe Messe sich vor Ort ein Bild von den neuesten Technologien machen kann.